Lieber Krebs, mein Name ist Emanuel von Zenstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater und das ist die allgemeine Prognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats bilden Merkur und Saturn einen Quadrat. Dieser Aspekt hat einen negativen Effekt auf zwischenmenschliche Beziehungen. Bestimmte Alltagsprozesse und Abwicklungen dürften sich verzögern oder erschweren. Man könnte viel Papierkram oder viele Aufgaben gleichzeitig zu regeln haben mit dieser Konstellation. Für viele Krebse dürfte eine Herausforderung sein, fokussiert und konzentriert zu sein. Wir haben am 3. Merkur direkt laufend in Waage. Im Bereich der Wohnung, Haus und Familie gibt es viel zu regeln und zu klären. Diesbezüglich wird man bald in der Lage sein, einige Hürden erfolgreich zu meistern. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir eine mächtige Pluto-Jupiter-Konjunktion in Steinbock. Das heißt, im Bereich der Geschäfte und Beziehungen kann man große Fortschritte mit dieser Kombination sehen und große Ergebnisse erzielen. Ja? Sei vorsichtig, mein lieber Krebs, was du jemandem bis Mitte des Monats von deinem Leben erzählst, denn dies könnte schlechte Konsequenzen für dich haben. Am 14. haben wir Mars direkt laufend in Widder. Bis Anfang 2021 werden sich einige Prozesse in deinem Leben deutlich beschleunigen. Das ist eine gute Sache. Du wirst das Gefühl haben, eine Blockade überwunden zu haben und mehr Selbstvertrauen gewinnen. Zwischen 17. und 20. haben wir Merkur Opposition Uranus. Du solltest dir in der Zeit nicht so sehr dich anstrengen, nicht so sehr vornehmen, sondern deine Kräfte und Ressourcen in eine bestimmte Richtung effektiv lenken. Das wäre hilfreich für die Verfolgung deiner Ziele. Zwischen 15. und 19. des Monats haben wir Venus Quadrat Saturn. Persönliche Projekte lassen sich nur mit viel Aufwand an diesen Tagen erfüllen. Schwierigkeiten mit einem Familienmitglied oder nahestehender Person können einfacher als sonst entstehen. Du selbst oder jemand anderes kann sich als undankbar und unfair zeigen. Am 21. haben wir Venus in Skorpion eingetreten. Bis Mitte Dezember könntest du Änderungen und Umbrüchen in der Liebe erfahren. Dies kann negativ oder positiv je nach individuellem Horoskop interpretiert werden. Wenn du in einer Beziehung lebst, dann wird dein Partner sich mehr Freiheit wünschen oder Abstand von dir nehmen. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus Opposition Uranus. Man darf sich nicht mit Menschen begeben, die nicht vertrauenswürdig sein können. Ansonsten geht man ein großes Risiko ein. Elternteile werden abwechslungsreiche Situationen mit ihren Kindern erfahren. Am 29. hast du Neptun direkt laufend in Fische. Bis Juni 2021 wirst du ein optimales Konzept für ein persönliches Vorhaben erarbeiten und umsetzen. Dieses Vorhaben kann mit den Themen Musik, Kunst und Medizin in Verbindung stehen. Und dann zwischen 29. und 30., mein lieber Krebs, hast du dann eine harmonische Konstellation zwischen Merkur, Jupiter und Saturn. Am Monatsende dürftest du einem Thema beenden, das dir seit langer Zeit beschäftigt hat. Nutze die Zeit, um mehr Abwechslung in deinem Leben zu haben. Manchmal ist es besser, ein Risiko einzugehen, als untätig zu sein. Mein lieber Krebs, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit November 2020. Wenn du eine persönliche Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir bestellen. Ich bin immer da für dich. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.